Nee, also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die da oben nerven sie nicht mal alle. Damit kommen wir zu einem weiteren DeckView Vlog. Diesmal geht es so ein bisschen, ihr habt ja schon gehört von den Flitzepiepen, die in Europa jetzt tatsächlich den Artikel, was war es, 11 und 13 beschlossen haben für eben die Urheberrechtsreform der EU. Und ja, wofür eigentlich, wozu das Ganze? Wir haben ja schon im Dezember, glaube ich, war es, oder nee, es war im November, September, dagegen protestiert. Das erste Mal in Köln. Jetzt war eine größere Demo. Ich war leider nicht dabei, aber ich war im Geiste schon mit dabei, das kann ich euch sagen. Schön, dass die Leute jetzt, wo es ein bisschen was zu spät ist, auch mal auf die Idee kommen zu protestieren. Das ist aber nur so eine kleine Kritik am Rande. Was die sich in der EU gedacht haben mit diesem Kompromissvorschlag Frankreich und Deutschland. Deutschland, ja, wir wollen die Kleineren rauslassen. Frankreich, wir wollen alle mit reinlassen. Also machen wir einen Kompromiss. Das heißt, wir lassen das so aussehen, als ob wir die Kleineren nicht mit reinnehmen in diesen in die Urheberrechtsreform, dass die also bei Upload-Filtern nicht berücksichtigt werden. In Wirklichkeit ist es halt aber so, dass die berücksichtigt werden, weil ein Kriterium werdet ihr auf jeden Fall dann irgendwann mal überschreiten, sei es nur die Anzahl der Jahre, die ihr existiert als Webplattform eventuell, wo ihr dann auf einmal ja, dann damit konfrontiert seid, dass ihr eventuell einen Upload-Filter einführen müsst. Upload-Filter stehen natürlich nicht im Gesetz, da hat der Herr Voss recht. Aber die technischen Maßnahmen, die dort drin versteckt sind, lassen in Conclusio nur zu, dass eben Upload-Filter gemeint sind. Alles andere ist ja Blödsinn. Aber ich habe darüber ja auch schon in meinem TechView-Podcast geredet und ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr, weiter zu erzählen, was das angeht. Was ich auf jeden Fall erzählen möchte, ist jetzt in diesem kleinen Vlog. Das ist jetzt wirklich so ein richtiger Vlog zum Abendbrot oder Frühstück, je nachdem, wann ihr das seht. Ist wirklich die Geschichte, die jetzt hochkam, auf dem Polizeikongress in München. Ne, in Berlin. Dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. München war die Sicherheitskonferenz. Berlin ist der Polizeikongress. Kurz mal hier. Verwechselt, aber passiert. Kommt die Idee auf, dass man den Zugriff auf das Darknet verhindern können soll. Was ist jetzt eigentlich das Darknet? Nun, das ist so ein künstlicher Begriff, den sich die Politiker zurechtgelegt haben, zusammen mit den Polizeibehörden und anderen, um irgendwie zu erklären, wieso das anonymisierte Internet funktioniert oder wieso Onion-Dienste funktionieren, wie beispielsweise Tor. Also anonymisierte Möglichkeiten im Internet, Sachen sich anzeigen zu lassen oder auch zu teilen. Und ja, das berühmteste ist halt eben Tor. Und jetzt kommen die tatsächlich auf die Idee, ja, wir haben keinen Platz mehr für Tor oder wir wollen keinen Platz mehr lassen für Tor. Und so sieht es dann halt so aus, dass jetzt schon einige tatsächlich ein Verbot von Tor fordern. Und ich zitiere jetzt mal, ich habe hier ein Tablet, das Jolla Tablet, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ja, es existiert, das Jolla Tablet. Und hier habe ich den Artikel offen, den ich jetzt von Heise genommen habe. Gibt viele Artikel, die das auch nochmal beschreiben. Ich zitiere mal, ich verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann. Aber in einer freien, offenen Demokratie gibt es meiner Meinung nach keinen legitimen Nutzen. Wer das Darknet nutzt, führt in der Regel nichts Gutes im Schilde. Diese einfache Erkenntnis sollte sich auch in unserer Rechtsordnung widerspiegeln. Das ist ein Zitat des Staatssekretärs, des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium. Das heißt mit anderen Worten kein irgendwelcher kompletter Spinner, sondern tatsächlich jemand, der was zu sagen hat. In unserer Regierung. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt mit anderen Worten, er, und das ist das Krasseste, er begründet das Zensieren des Internets mit der hier herrschenden Meinungsfreiheit. Also da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein, wie man das
wie das in ein Gehirn reinpasst. Also wenn das in München wäre, hätte ich gesagt, okay, die haben ein bisschen was zu viel Maß gekippt. Aber Jungs, das ist doch unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel ich essen muss dafür, um, also so viel muss ich da kotzen, will ich da kotzen müssen, wollen, können. Das ist unglaublich. Da begründet einer, wir wollen Tor verbieten, weil wir haben ja hier Freiheit, wir haben hier Meinungsfreiheit, jeder kann sich äußern, wie er möchte. Anonym im Internet, nee, das brauchen wir nicht, wir haben doch hier Freiheit. Brauchen keine Anonymität. Klar, wer braucht denn keine Anonymität im Internet? Und begründet das mit, wir haben doch Freiheit, wir brauchen keine Anonymität. Mit der gleichen Begründung, ja, mit der gleichen Begründung, und nein, ich habe nichts intus, außer hier einen wunderbaren Zitronentee. Das ist keine Schleichwerbung für Zitronentee. Zitronentee in diesem Pulver übrigens. Nein. Mit der gleichen Begründung könnte man auch die anonymen Wahlen abschaffen, weil wir haben doch freie Meinungsäußerung und jeder, der seine Meinung äußert, das heißt auch mit anderen Worten sein Wahlrecht entgegennimmt, sollte dann doch auch dazu stehen, was er wählt. Wäre doch dann auch genauso. Und wir haben doch hier Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will. Man kann auch sagen, was er gewählt hat. Warum müssen die Wahlen anonym sein? Haben wir Meinungsfreiheit. Ihr versteht, wo das Ganze hinläuft. Das, die Katze beißt sich in den Schwanz. Also das ist irgendwie schon eine harte Geschichte, die dazu führt, dass ich jetzt hier wirklich so langsam irgendwie also das Gefühl habe, und wir sind kurz vor Karneval, sind nicht im Karneval hier in Köln, aber in Berlin vor allen Dingen sowieso nicht, die kennen da sowas gar nicht. Und die labern so einen Mist, die machen so einen Mist, das ist also unglaublich. Und das ist natürlich jetzt hier so ein Ding, dass auch wieder mal von der Unkenntnis der Politiker getragen ist, weil die natürlich ganz klar sehen müssen, dass so ein Tor-Netzwerk nur funktionieren kann, wenn wir es auch hier in Europa, in Deutschland, da wo die Meinungsfreiheit herrscht, auch nutzen können, um die Zugangspunkte anbieten zu können für die Orte, wo eben keine Meinungsfreiheit herrscht, wo Zensur betrieben wird. Und die Ironie der Geschichte ist natürlich, dass das Tor-Netzwerk gerade gegen Zensur gebaut wurde und für eine freiheitlich-demokratische Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen. Und jetzt, wenn wir in unseren freiheitlich-demokratischen Ländern anfangen, Tor zu zensieren, erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen und zeigen dann mit anderen Worten nichts anderes, dass das mit unserer Freiheit gar nicht mal so weit her ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nicht in die Schädel rein von diesen Politikern. Weil die hören eventuell von den Polizisten, das kann ich durchaus verstehen, wenn im Tor-Netzwerk irgendwelche komischen, dubiosen Geschäfte ablaufen, ist das natürlich sehr, sehr viel schwerer herauszufinden, wer jetzt mit wem Geschäfte führt, als wenn man das halt im normalen Clearnet machen würde, im normalen Internet machen würde, wo die IP-Adressen rumschwirren und jeder quasi über seinen Provider im Internet erreichbar ist und man den Provider nur anfragen muss und der sagt einem, ja, das war der und der zu der Uhrzeit. Ob das stimmt oder nicht, sei mal auch wieder dahingestellt, weil die Provider natürlich auch Fehler machen können in den IP-Auflösungsgeschichten. Aber das ist mal wieder eine Geschichte für einen komplett anderen Vlog, glaube ich, irgendwie so. Also, ich weiß nicht, was mir da noch einfallen soll zu der ganzen Geschichte. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem ganzen Blödsinn haltet. Einfach mal unten euren Senf ablassen zu der ganzen Geschichte. Ah, bleibt zivilisiert. Ich weiß, das ist so ein Aufregerthema. Da könnte man die fiesesten, tollsten und kreativsten neuesten Ausdrücke lernen, um solche Politiker zu bezeichnen und den Hirnriss, den sie da verzapft haben. Aber wir wollen natürlich zivilisiert bleiben und mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner das befürwortet, dass man jetzt auch Tor abschafft, also zensiert.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier meinen Zitronentee zu saufen. Wenigstens schmeckt das auch. Naja, das war's für diesen Blog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.